Wer heute umweltbewusst denkt, aber trotzdem nicht auf Fleisch verzichten will, für den dürfte dieses Hightech-Gerät hier vielleicht von Interesse sein. Denn damit machen sie ihr Fleisch selber. Genauer gesagt Eiweiß aus Mehlwürmern. Dass Insekten als Fleischersatz dienen können, haben wir Ihnen bei Wissen vor 8 Zukunft schon mal berichtet. Aber das ist jetzt der nächste Schritt, nämlich eine Insektenaufzuchtstation für zu Hause. Im geschlossenen Kreislaufsystem. Ganz oben hier ist die Puppenkammer. Da schlüpfen kleine Käfer, also sozusagen die Eltern des Mehlwurms. Garantiert ausbruchssicher, lasse ich besser mal zu. Hier in der Liebeslade paaren sie sich und legen Eier. Und noch tiefer schlüpfen dann die Würmer. Dann sind die natürlich hungrig und ich kann die schön mit Küchenabfällen füttern. Das ganze System ist klimatisiert, geruchsfrei und wird von Sensoren überwacht. Die Mehlwürmer brauchen 6 bis 8 Wochen, bis sie rund und saftig sind. Und dann ist Zeit für die Ernte. Die bereits verpuppten Exemplare kippt man einfach oben wieder rein. Und da beginnt das Ganze von vorne. Die reifen Mehlwürmer hingegen kommen direkt in den Kühlschrank, in die Kühltruhe und können später zu Hackfleisch verarbeitet werden. Zwischen 200 und 500 Gramm Fleisch liefert die Anlage pro Woche. Die Mehlwurmzucht verbraucht dabei nur einen Bruchteil der Fläche, des Wassers und der Nahrung gegenüber Rinder- oder Schweinezucht. Also 1 Kilo Rind erzeugt 70 Kilo CO2. 1 Kilo Wurmfleisch dagegen gerade mal unter 3 Kilo. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schmeckt das? Bisschen trocken, aber in puncto Nährwert, Vitamin und Mineralien steht so eine Wurmboulette laut Experten herkömmlichem Fleisch in nichts nach. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch unseren Ekel gegenüber Insekten als Nahrung überwinden. Denn Insekten gehören sicher auf den Speisezettel der Zukunft. Vielleicht konnten wir Ihren Appetit ja anregen. Also bleiben Sie hungrig auf was Neues.